Dieser nagelneue Fahrradrahmen soll ein nagelneues Pedersenrad werden. Ein Einzelstück wie jedes Fahrrad dieser Sorte. Thomas Roskau braucht fast einen Tag, damit auch alles an dem Rad so aussieht, wie sich der Kunde das gedacht hat. In diesem Fall dachte der Kunde an etwas in Holz- und Honigfarbe. Das ist jetzt Olivenholz. Ein bisschen breiter, ein schmaler und auch die Rahmen. Man kann die in verschiedenen Farben kriegen. Diesmal jetzt ein schwarzer Rahmen mit Olivenholz. Und hellem Leder in der passenden Farbe. Das ist das Modell Honig. Dann gibt es noch dunkelbraun und schwarz. Und danach kann man sich dann auch die Hölzer aussuchen, die man als Schussblech haben möchte. Dann. Ob mit Holz oder ohne Honigleder, aussehen wird das Rad auf jeden Fall, wie ein typisches Pedersenrad eben aussieht. Also die spezielle Rahmenform und der Hängemattensattel. Man setzt sich drauf und der Sattel schmiegt sich so an den Stellen an. Es ist halt alles gefedert, auch der Rahmen an sich, weil diese dünnen Rohre, die sind auf Chromolybdän und das ist so eine Stahlart, die zurückfedert, also so, die erinnert sich sozusagen an die alte Form. Pedersenräder bauen und verkaufen in Deutschland nur ein paar wenige. Kalle Kalkow gehört dazu. Die Idee zu dem ungewöhnlichen Rad, die hatte ein Däne vor langer Zeit. Vorletzten Jahrhundert, also genau 1893, hatte der dänische Erfinder Michael Pedersen, der großer Radfahrer war, eben, der empfand den Ledersattel als den normalen, den wir auch kennen, sprich Brooks oder Senne Royal, den normalen Sattel, empfand er zu unbequem und hat einen Hängemattensattel sich ausgedacht. Und dieser Hängemattensattel, man kann das hier ganz gut sehen, der macht diese seitliche Trittbewegung eben mit, da geht er mit. Die Dänen haben Michael Pedersen für seine Sattelidee damals ausgelacht. Also ging er mit seiner Frau und der Idee nach England, baute seine Räder dort und fuhr mit seiner Frau wohl auch die ersten Testfahrten auf der Tandem-Version. Sportlicher Einsatz war damals genauso eingeplant wie militärischer. Und bis heute ist die Bauart unverändert mit Hängemattensattel und der Dreiecksrahmenkonstruktion. Die Periode, muss man sich vorstellen, 1895, da wurden in New York die Wolkenkratzer gebaut, die großen Hängebrücken gebaut. Leute verstanden was von Statik. Und die Statiker wussten, dass ein Dreieck die stabilste Verbindung überhaupt ist. Das wusste auch Michael Pedersen, das war eben zu der Zeit damals. Man hat in seinen Rahmen 21 Dreiecke integriert. Und das macht dieses Fahrrad so stabil. Er sieht nicht stabil aus, es ist aber sehr stabil. Nach dem Tod des Erfinders ist diese stabile Konstruktion in Vergessenheit geraten. Erst Anfang der 70er Jahre im alternativen Kopenhagener Freistaat Christiania kam das Rad mit den 21 Dreiecken wieder ins Rollen. Jesper Sölling, hier rechts im Bild, arbeitete damals in der Christiania Schmiede und stieß in einem Buch über Fahrradgeschichte auf den Rahmen aus 14 Stahlrohren. Der Nachbau ging zunächst in kleine Serie, bis Anfang der 80er die ersten Zeitungsberichte auch in Deutschland für Interesse an dem Rad sorgten. Nach Oldenburg, zu Kalle Kalkow, lieferte Jesper Sölling seine Rahmen auch eine Zeit lang. Mittlerweile kommen die Rahmen aber nicht mehr aus Dänemark, sondern aus Tschechien ins Fahrradwerk nach Garrel. Und da baut Thomas Roska etwa 100 Stück im Jahr zusammen. Mit 2.000 bis 3.000 Euro ein teurer Fahrradspaß. Trotzdem eher kein Rad für Angeber, auch wenn Pedersen-Fahrer meistens auffallen. Ja, man wird oft angesprochen und es gucken einem viele hinterher. Also man kann ja bevorzugt an voller Eisdielen vorbeifahren. Das ist ja. Mit dem Eisdielenwetter könnte es noch dauern, aber die Holzschutzbleche sind angeblich winterfest. Interessenten könnten sich also theoretisch jetzt schon warm fahren.